So, und da sind wir auch wieder. Ich habe jetzt gerade mal ein bisschen den Dorf hier aufgepimpt. Also willkommen bei Part 2 erstmal. Wir haben jetzt hier mal die Insel ein bisschen schöner gemacht. Und wenn wir jetzt mal hier dran gehen, dann sehen wir, wie schön ich das hier jetzt alles mal gemacht habe, sodass sie, wenn die zu dem Totem kommen, alles ganz putzig aussieht. So, dann drücken wir jetzt auch mal Leertaste, um zum neuen Gebiet zu kommen. Jetzt warten wir mal auf unsere Dulex. Ja, die müssten alle einen guten Weg haben. Ich habe das hier jetzt alles schön fertig gemacht. Jetzt schauen wir mal, in was für einer Welt wir jetzt ankommen werden. Na, kommt schon. Da kommen da jetzt viele an. Ich bin da. Ich bin da. Und es geht wieder auf in die neue Welt. Eine neue Bevölkerung schaffen. Ein neues Leben schaffen. Sowie auch eine neue Welt entdecken. Ist jetzt angesagt. Ich denke, dass die erste Welt nur so ein Tutorial-Level war, denke ich. Die Sequenz ist die gleiche. Da kommen wieder drei Duleks raus. Das Grollen der See. Unsere Reise hat uns an einen friedlichen Ufer geführt. Doch der Schaman ist unruhig. Das Echo des Wassers erschlagt. Der redet zu schnell. Er schallt, bla bla bla. Die Alten haben in diesem Tal zwei Totems zurückgelassen. Wir müssen die Gegend um sie herum wieder besiedeln, um den Pfad zu öffnen. Drücke Leertaste beim ersten Totem, um die Männer herbeizurufen und ein neues Dorf zu errichten. Mach ich das mal. Und da werden wir uns die Welt mal genauer anschauen. Schickere, schickere! Ja, okay, jetzt fangen die an. Ja, die. Aber man sieht schon, dass die Welt hier ein wenig größer ist. Okay, hier ist auch over and out. Hier bekommen wir nichts mehr hin. Wir haben das Tal als sicher eingestellt, aber der Schaman hat das Brechen der Wellen vernommen und die Gefahr eines Tsunamis verspürt. Dann müssen wir jetzt da jetzt schnell einen Weg hinbauen, oder was? Ja. Denke schon. Ja, bevor wir die herbeirufen, werde ich erstmal den Weg hier frei machen. Ups, so. Ich hoffe, die kommt jetzt über den Weg, den ich da für sie gebaut habe. Da kommt ja immer nur eine Person. So. Das Wasser fließt immer noch. Wie bekloppt. So. Denke ich, dürfte hier nicht mehr so viel durchkommen, oder? Na, da kann sie rumhoppeln im Wasser. Komm, das schaffst du! Das schaffst du! Dieser Mann kann Dörfer errichten, Wissen erlangen und musizieren! So, da ist er schon. Beim Totem. Gucken wir uns das doch mal an. Wird doch jetzt fertig gemacht, oder nicht? Er läuft wieder zurück. 1:30 hat er. Aber hier ist er jetzt anscheinend fertig. Ja, du bist echt so ein Bimmel.
Und schafft's trotzdem. Er ruft mich, aber schafft's trotzdem. Weil das ist schon ein bisschen weiter weg. Ja, ist er fix drauf. Aber schön, wie er hier schon alles, wie hier schon sich alles fortgepflanzt hat. Nur wegen dieser kleinen Brücke hier. Ja, wir haben schon ein Viertel von unserem Dingens da erreicht. 50 Sekunden hat er noch. Ich denke, das wird auch machbar sein. Ja, da sehen wir nichts. Und hier. So, da ist er. 20 Sekunden hat er noch. Dieser Mann gibt Wissen von Dorf zu Dorf weiter. Sie ist nicht länger unser Feind. Im Grollen mag über die Erde fegen. Ja, da wird uns die Stirn bieten. Bla 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 bla. Ja. Ah, da kommt jetzt was. Oh, oh. Kommt eine Tsunami. Aber er hat gesagt, das Wasser ist nicht mehr unser Feind. Ach du heilige Scheiße. Jetzt wird die doch alle wegfegen. Lol. Phänomenal, oder? Ach du heilige Scheiße. Der nächste Tsunami kommt in 6 Minuten und 25. Dann müssen wir jetzt schauen, dass wir hier alles fertig machen. Aber den Totem haben wir ja hier genommen. So, wie schaut's aus mit dem Tsunami? Ist er komplett weg? Ja, scheint so. Scheint so. Wie viele Totems gibt's hier? Diesmal wieder nur 2. Das ist einmal sicher. Solange die See ruhig ist, sollten wir das zweite Totem besiedeln. Die Symbole oben links auf dem Bildschirm zeigen deine Dörfer in weiß und die noch nicht besiedelten Totems in grau. Achso, alles klar. So, haben wir das hier mal ein bisschen leer. So, ich denke, hier dürften die rüberkommen. Oder ist der Wasser? So. Dürften die ja eigentlich hier drüber laufen können. So, nehmen wir uns hier noch ein bisschen Erde mit. Ja, das ist immer alles fertiger. Jetzt kommt da irgendwie wieder Wasser durch, wieso auch immer. So. Gucken wir mal, ob die das schaffen. Der eine Kollege muss mit. Ja, da oben hängt jetzt dieser Wasserschutz dran. So, wie gehen die denn? Die gehen genau den Weg, den ich für die gebaut habe. Sehr schön. Ich würde gerne hier oben das zumachen. Aber wir sehen, wir kommen da nicht durch. Ja, wenn wir das hier höher bauen, dann fließt das Wasser dann hier überall drüber. Das wäre dann auch Schwachsinn. Müssen wir mal ein bisschen näher.
Ja, ich komme ja schon, so. Und rüber, schnell, 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 schnell. Bevor das Wasser da wieder... Ja, ich sehe schon, ich sehe schon. Zu Hilfe! Ich komme schon! Ja, wieso geht denn die ganze... So, jetzt dürfte auch kein Problem mehr sein, oder? Wir haben noch 3 Minuten, Leute. Ja, ich sehe. Jetzt müsste es doch... Ja, das Wasser ist halt, das fließt halt irgendwann drüber. Ja, weil sich da zu viel anstaut. Ja, wenn wir hier irgendwie das finden, wo es anders hinlaufen könnte, ja, da läuft es aber anders hin. So. Jetzt brauchen wir auch noch so einen Wasserschutz. Ja. Also wenn der Tsunami kommt, dass hier wenigstens nichts hinkommt. Ah, da kommt er. Wir haben an jedem der Totems ein Dorf errichtet. Wir dürfen weiterziehen. Leere den See, um die Männer zum Pfad aussenden zu können. Drücke Leertaste beim Pfad, um deine Männer dorthin auszusenden. Alles klar. Hm. Das ist okay. Erstmal muss der Totem-Kollege hierher kommen. Er läuft mal wieder einen ganz anderen Weg, als wir vorgesehen haben. Ja, alles klar. Geht jetzt doch hier lang. Machen wir mal alles ein bisschen kräftiger, sodass hier dann nichts mehr durchkommt. So. Ja, 40 Sekunden haben wir noch. Da hängt jetzt auch so ein Teil drüber. 20 Sekunden, dann kommt wieder der nächste Tsunami. So, das haben wir hier hin. Alles hinpimmeln. So, das kommt hier hin. Dann hier wieder. Nochmal. Nächste Tsunami. Ja, schauen wir uns das mal wieder an, dieses Spektakel. Mal wie das ausschaut, ey. Der Hammer. Der Hammer, oder?
Jetzt guckt euch das mal an, wie das ausschaut. Boah. Wow. Wow, sag ich nur. Jetzt schauen wir mal, wie es hier ausschaut. Macht er uns auch unseren kompletten Dschungel da kaputt wieder? Ja. Unten die Anzeige. Er bleibt aber hier auch, okay. Aber hier hört es eh schon mehr auf. Da wäre gar nicht so viel hingekommen. Er zieht das Wasser sich zurück und fließt jetzt hier wieder runter. Sehr schön. Na gut, 6 Minuten und 56 haben wir jetzt Zeit, hier alles rauszupimmeln. Ah, ich denke, ich nehme jetzt mal ein bisschen Sand von hier oben. Und tue das jetzt hier mal hin. So. Von da läuft auch noch ein bisschen was. So. Muss man ein bisschen drehen hier. So. Dürfte von hier eigentlich nichts mehr kommen. Jetzt müssten wir da eigentlich frei haben. Müssen wir hier mal das ganze Wasser raussaugen. Ja, wir wollen ja auch mal die ganzen Pflanzen hier reinbringen, dass wir hier sozusagen so eine neue Welt oder was erschaffen haben. Mal gucken, wie wir das machen. Ups. Das hört sich an wie beim Zahnarzt, diese Dinger da. So. Ups. Ja, ich bin da so blöd. Bisschen so. Gut. Und weg damit. So, hier, das muss fließen. Das heißt, wir müssen hier eher so einen Weg hinbauen. 4 Minuten haben wir ja noch. Wir müssen ja auch wieder Tiere irgendwie wieder ranholen. Kleine Wege reichen ja, um das hier alles verbreiten zu können. Neben einer Pflanze wächst eine neue Pflanze. So, dann tun wir das mal hier hin. So. So. Gut, dann haben wir das hier auch gemacht. Der Wachstum von Pflanzen, der verbreitet sich schon mal ganz gut. Hier unten ist ja auch alles voll. Jetzt. Die ganzen Berge mal ein bisschen leer saugen von Sand. Ja, da kommt eh keine Sau hin und das interessiert auch keiner Sau, ob da irgendwas ist. Und dann bauen wir das doch. Hier ist schon alles voll. Hier auch. Wir könnten hier noch nach da, aber wir brauchen einen Fluss.
Aber hier wächst ja momentan sehr viel. Dauert wahrscheinlich ein bisschen. Können wir ja hier auch was hinmachen. Ja, und wenn da irgendwo Pflanzen sind, ja, kommen wir hier auch noch ein bisschen drauf. So. Hier ist auch alles sehr schön. Man kann hier überall an der Seite noch ein bisschen wachsen. Den Fluss könnten wir eigentlich auch vernichten. Ja komm, machen wir das mal. Ja, überall wo kein Wasser ist, können wir... So. Können wir halt, haben wir halt Sand und da kann dann auch was drauf wachsen. Müssen wir uns halt beeilen, weil wenn Tsunami kommt, die ganzen Sachen, wo Löcher vorher waren, wieder frei. Also er ist wieder befüllt mit Wasser, meine ich. Aber wir haben gleich, also mal gucken, ob wir das jetzt hier noch schnell hinkriegen, hier alles mal wegzusaugen. Ja, weil wir haben ja noch 1 Minute 30 Zeit und die Leiste unten ist... Gebiet ist fast vollständig mit Palmen. Genau, das wollte ich nämlich sagen. Das ist nämlich hier fast alles voll. Ja, wir brauchen nicht mehr viel. Ja. Mal überall wachsen schön die Pflanzen. Ja, komm schon, komm schon, komm schon. Es wird ja auch danach so bleiben, denke ich. Hoffe ich. Die Hoffnung stirbt zuletzt. So, komm. Ja, komm schon, komm schon, komm schon. Gehen wir schön wachsen. So, da ist Wasser weg. Ist kein Wasser mehr. Komm schon, ist doch kein Wasser mehr. Wachs. Jawohl. Wir haben es geschafft. Wir ziehen mal noch ein bisschen Wasser hier raus jetzt. Damit hier im hinteren Teil der Insel auch noch ein bisschen schöner wird. Ah, da ist auch so ein kleiner Pimmel an Wasser. So, dann schauen wir uns das Highlight doch mal wieder an. Aber erst im nächsten Part, meine lieben Freunde. Erst im nächsten Part schauen wir uns das Spektakel da mal an. Und dann reisen wir auch vielleicht schon in die neue Welt, weil wir ja hier auch alles erreicht haben. Wir sind jetzt bei Minute 23 angekommen und somit würde ich mich freuen, wenn wir uns beim dritten Part wiedersehen. Ja, bis dahin würde ich mal sagen, bis dann und euer Marek. Ciao, ciao.